müssen aber aufs Gewicht achten, dass wir nicht über die 800 kommen. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge Space Engineers. Eigentlich im Multiplayer, aber ja, wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, ich spiele ab sofort erstmal alleine. Lässt sich leider nicht ändern, weil der Mike aus beruflichen Gründen leider nicht mehr mitspielen kann. Und der Kalle offensichtlich keine Lust hat. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben hier schon reichlich Uran drin. Die Steine werden wohl rausgeschmissen. Ejektor, warum schmeißt der nichts raus? Weil er aus ist. Der große Container. 17 von 156.29.
Da wäre es echt mal interessant, mit meinem großen Schiff reinzufliegen. Jo, sehr schön. Schön vorsichtig gegen ditschen, dass sie wegfliegen. Na, was haben wir? 230, das sind 85 von 156. Also über halb voll ist er schon.
Okay. Ich denke mal, ups, nirgends gegenfliegen. Ich denke mal, es reicht. So ein bisschen so, oder so den Connector sehen. So. Zack, und da ist er dran. Und er ist verriegelt. Gut, dann müssen wir noch zusehen, dass wir so ein bisschen was rauskriegen hier. Was mir gerade einfällt, wir können ja hier so ein bisschen was abschalten. Genau. Oh, ich denke mal 350 reichen erstmal. Er stellt ja jetzt auf jeden Fall hier reichlich her. Das heißt, wir können jetzt... Nö, das ist Erde. Wo ist Mond? Da ist Mond. Gut, wir fliegen einmal zurück und haben dann erstmal ein bisschen Uran. Und dann schauen wir mal. Das war das war das da reinschmeißen bei uns. Und das war dann losfliegen und mit unserem Schiff und dann mal so ein bisschen wieder auffüllen. Sind jetzt 350 Uran, das dürfte also ein paar Stunden reichen, denke ich mal. Ah, 20 Kilometer haben wir noch. Das heißt, ein Drittel haben wir hinter uns. Müssen nur aufpassen, wenn wir in die Gravitation kommen, dass wir dann die Triggerdämpfer einschalten.
weil sonst klatschen wir immer auf die Mondoberfläche auf. Und das wäre nicht so schön. Ja, wir haben ja oben diese Erdsensoren draufgepackt. Ich denke mal, es macht eher Sinn, die unten drunter zu packen, damit wir dann, ja, so von wegen an alle vier Ecken einen oder so, damit wir dann nach unten hin richtig gut was erforschen können oder beziehungsweise was orten können, wenn da irgendwo Erze sind. Oh, was haben wir da? 7 Kilometer noch. Gravitation fängt an zu steigen. Da ist die Basis. So, wir schalten Trägheitsdämpfer ein und fliegen in die Richtung weiter. Großer Reaktor 25. Die Raffinerien haben alle nichts mehr zu tun. Das ist auch aufgefüllt. Der große Reaktor hat 100. Warum nur 25? Reaktor 25. Großer Reaktor, fast 100. Hier sind 217. Hier wird noch so ein bisschen Nickel verarbeitet. Hier ist auch ein Reaktor mit 25. Noch einer mit 25. Okay. Und hier steckt überall noch was im Auswurf drin. Ist der Auswurf nicht an? Sollte ich den einfach mal anschalten, denke ich mal, ne?
Auswurfbohrer. So. Der ist an. Gyroskope. Förderbandsortierer, Reaktoren. Gut. Gucken wir mal. Wieso schmeißt du jetzt das Eis raus? Alles einsammeln sollte er vielleicht ausschalten. Eis, Kies, Reaktorkomponenten und Nickel. Okay.
Hey, der hat, glaube ich, jetzt alles weggeschmissen. Kann das sein? So, das haben wir noch. Dann hier ist er noch. Im Assembler ist noch was drin. Komponenten sind noch ein paar da. Ja, aber kein Eisen oder ähnliches. Also da ist definitiv jetzt gewaltig was schiefgegangen. Ups. Da ist schon wieder was schiefgegangen. Das ist aber nicht gut, wenn hier immer was schief geht. So, die Erdsensoren sind erstmal weg. Jetzt hopsen wir hier mal runter. Und gucken mal, wo haben wir denn welche? Das müsste hier die 8 sein, ne? Das ist ein Erdsensor, genau. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Gut, den haben wir. Brauchen wir Herstellung, Motor, Computer. Das ist jetzt schon heftig, dass der das alles schon rausgedonnert hat, alles weg ist.
Da ist nichts mehr. Okay. Es hilft alles nichts. Wir müssen jetzt im Grunde gucken, wo wir Eisen haben. 3 und 4. Ey, das gibt's doch nicht. Warum blockiert der jedes Mal? Verbinder, da ist er. So, aus. Uns mal ein bisschen hoch, ein bisschen vor. Mal gucken, sind ja noch richtig hoch. Nee, falsche Richtung. So. Und dann gucken wir mal, das war jetzt hier.
müssen aber aufs Gewicht achten, dass wir nicht über die 800 kommen. So, aber ob wir es schaffen oder nicht, hier Eisen rauszuholen und was wir sonst noch so brauchen, wie Kobalt, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.